Willkommen zurück zu Metroid Fusion. Im letzten Part haben wir uns die Super Missiles gegrabt, dann einen Wachroboter fertig gemacht, der ist dann aber abgehauen und jetzt müssen wir die Varia Suite Daten upgraden. Und da nur noch der Datenraum hier in Sektor 6 momentan zur Verfügung steht für uns, da unten, müssen wir uns jetzt dorthin durchkämpfen. Das Problem ist nur, dass blaue, kalte X in diesem Sektor lauern und uns das Leben heiß zur Hölle machen wollen. Zur Hölle machen wollen. Scheint nicht so zu funktionieren. Ja, Screw Attack. Und wir können sie zwar dann mit unserem Beam betäuben. Und ja, dazu ist es auch noch dunkel. Das ist natürlich sehr, 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 sehr scheiße. Moment mal. Da müsste ja eigentlich... Hahaha. Das war doch klar. Gut, mehr Missiles. Perfekt. Warz, warz, ey, Alter. Denn wenn wir die blauen X jetzt berühren, dann bekommen wir einen Kälteschock. Aber wie gesagt, wir können sie betäuben mit unserem Schuss. Unserem normalen Beam. Zum Glück können wir das. Jetzt gehen wir hier mal lang. Vielleicht ist da hier irgendwas. Ja, nee, nee. Da gehen wir später lang, wenn wir den besseren Anzug haben, weil wir müssen da eh nochmal hin. Ja, auch hier. Das ist sonst einfach zu gefährlich, weil die ziehen recht viel ab. Aber hier war auch nur... Ja genau, war auch nur so ein scheiß X. Ah! Wie gemein, ey. Stopp, ich muss... Wo muss ich durch? Ich glaube, hier rechts. Oder? Moment. Boah, Alter. Okay, nee, da komme ich zurück. Na ganz toll. Geh doch alle weg, Mann. Nein. Bin ich richtig? Ja, hier bin ich richtig. Ihr seht schon, ich habe schon fast 2 Energieblöcke verloren. Oh, perfekt, Mann. Geh weg. Nein! Na toll, ich bin gleich tot. Scheiße, Mann. Ah ja, gib mir Energy, ey. Boah, ey, das ist heavy. Hier, machen wir kurz mal safe. So, dann muss es hier irgendwo weitergehen. Na toll. Da muss ich doch da drüben durch. Ja, ganz schön. Kann ich hier nochmal ein bisschen Energie grabben? Eigentlich kann ich jetzt hier direkt nochmal Trick anwenden. Nochmal reingehen. Nochmal ein bisschen Energie grabben. So. Jetzt habe ich wieder ein bisschen Energy. So. Oh, oh, geil. Energietank. Das ist natürlich auch geil. Hätte ich mir das sparen können. Aber hey, who cares? Hui! Das ist ja uns eigentlich scheißegal. Ich glaube, jetzt hier kommt gleich auch nochmal was Geiles. Seid gespannt. Ist hier noch was? Nee, dann gehen wir weiter. Ja, hier kommt gleich was. Nämlich, hä? Geht's hier nicht weiter oder? Ach so, Powerbomben? Okay, Powerbomben, wo können wir hin? Das SAX. Was macht denn das SAX? Das SAX hat uns also verfolgt. Die ganze Zeit schon. Na, Powerbombe! Oh mein Gott. Leute, das SAX. Das Geile ist, jetzt müsst ihr gleich gucken, was hier passiert. Oh, scheiße, Mann! Boah, ey, geiler kann man es nicht machen. Hier kommt man und denkt, ja, ich bin in Sicherheit. Und dann fällt man hier nach unten, ey. Das ist einfach nur hammergeil gemacht. Darum finde ich dieses Metroid auch so hammergeil. Es hat einfach so geile Szenen. Weil wenn man hier wirklich runterfällt, dann muss man einfach wirklich rennen.
haschte dann keine andere Wahl. Und wer das Let's Play von Neosan LPM verfolgt, der weiß, dass genau das ihm passiert ist. Er ist da runtergefallen. Und ja, er musste dann eben hier durchfliehen. Ist natürlich nicht so geil. Naja, wir gehen jetzt hier nochmal saven. Aber echt, das... Ah, das ist einfach geil. So etwas muss einem Entwickler auch erstmal einfallen, sowas einzubauen. Kommt das SAX da erstmal, dann legst eine Powerbombe und dann ist es weg und dann... Oh ja, jetzt bin ich in Sicherheit und dann... Da leckt mich doch am Arsch. Nein, 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 nein. Ja, geh doch weg. Willst du den verdammten Datenraum? Oh, weg mit euch hier. Na, ah, ein Auge. Na toll, ein Auge, Mann. Ein Super Missile und schon ist es weg. Und was sagt uns ein Auge? Genau. Hier. Hey, Mann! Geh da weg, du! Du scheiß Arsch, ey. Du Arsch, Alter. Was für ein Arsch. Das heißt, wir müssen es jetzt absorbieren. Na, was bist du denn, Mann? Boah, geh weg, ey. Ach ja, das geht. Ich glaube, das ging nur so. Genau. Man kann das Ding nur mit dem aufgeladenen Beam verletzen. Hallo? Oh, du Scheißteil. Angst haben, Mann! Wenn du willst. So, komm her. Der Kampf ist ein bisschen anders halt, weil man hier eben nur mit dem Beam agieren kann, aber ich finde die Idee cool, damit man hier nicht immer nur mit den Missiles rumballert. Na, komm her, Mann. Ich watz dich weg. Und jetzt ist es das Ding hier. Und jetzt können wir natürlich mit den Super Missiles schön rufballern. Na, ja, geh weg. Mann, Alter. Du kriegst jetzt auf die Fress. Geh doch weg. Na komm. Ja, Mann. Knapp wie immer, aber trotzdem. Neuer Sweet, Mann. Warrior Sweet einsatzbereit. Hält extreme Temperaturen stand. Geil. So ist das doch geil. Und jetzt verändern wir uns. Ha. Das sieht auch mal anders aus. Als gewohnt. Moment mal. Gab's eigentlich noch was? Stop. Oh, Moment mal. Ach, egal. Ich glaube, hier gab es nicht irgendwie was Geheimes oder so. Weil ich komme hier... Ich kann hier gar nicht... Okay. Moment. Das ist ein bisschen... Ah, sauber. Das ist hier nämlich alles ausgefüllt. Ihr wisst ja, ich habe es in einem Part erwähnt, dass ich... immer ja alles so ausgefüllt haben möchte. So, ja, komm her. Jetzt können wir nämlich auch die anderen X dann endlich absorbieren. Haha. Jetzt komm. Komm nur her, du. Das ist natürlich jetzt supi-dupi. So, hier mal kurz saven. Speichern abgeschlossen. Jetzt können wir zurück und dabei noch ein paar Sachen angucken, die wir vorhin nicht konnten. Wegen den blauen X-Line. Okay, hier ist nix. Das war ein Fail. Oder Moment mal. Nö. Ja, die X, die kommen natürlich jetzt, aber wir können das natürlich jetzt vergessen. Denn wir sind ja jetzt resistent und... Ah, oh, Moment. Ah.
So, weil das hier ist auch wieder so gemein. Falls sie direkt wieder nach... Ah! Shit, Moment. Gibt es nämlich auch nochmal ein Secret. Ein Secret. Dass man upgrabbeln kann. Boah, ey, schon 100 Missiles. Das ist recht geil, recht Porno. Das müssen wir hier nämlich... Nein, du! Ah. Weil hier kommt man später auch mit... Ah, geh weg. Mit Eis, glaube ich, weiter, wenn man das eine Ding da einfrieren kann. So, jetzt wo ist es? Ah, da ist es. Wunderbar. 105 Missiles. So wollte ich das haben. So, dann hier nochmal lang. Hier nochmal hoch. Und dann gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Ne, nur noch diese Räume da. Wo da die ganz vielen blauen X waren. Darum sind wir da ja nicht hin. So, weg mit Scheißteile, ey. Mein Gott. Na, weg mit dir. Sie immer runterfallen müssen. Das ist irgendwie nicht so ganz geil. Ja. Mach doch, was du willst. Hier waren wir schon. So. Hier waren auch X. Jetzt mal kommen wir hier zurück. Ah, geh doch weg. Komm mal, geh doch weg. Bin ich hier? Moment. Stopp. Dann hier wieder rüber. Ja, genau. Hier waren auch überall noch X, aber die sind jetzt egal. Stopp. Weg mit dem Ding. Ah, Scheißteile, ey. Hier, glaube ich, genau. Hier waren ja diese ganz vielen blauen X. Ja, die fliehen jetzt alle. Weil sie wissen, dass sie mir jetzt nichts mehr anhaben können. Boah. Aber auch echt mit allem wollen die mir schaden. Na toll, Powerbomben, okay, dann können wir hier schon wieder zurück. Kommen wir da nicht weiter. Und dann nochmal hier, genau. Hier waren nämlich auch nochmal schöne X. Hallo. Ah, nee. Hallo, meine Freunde. Ah, warte, Moment. Ja, genau. Der ist ein Arschloch. Aber hier keine Angst. Er geht natürlich weiter zu einem echten Missile-Container. Nice. Wieder schön viele Missiles abgegrabt in diesem Part. So will ich das haben. Und dann haben wir jetzt erstmal alles, was wir holen können in diesem Bereich momentan. Das einzige ist ja da nur noch mit den Powerbomben. Dann können wir zurück zum Navigation Terminal. Und anhören, was wir als nächstes zu tun haben. Ja, ja. Flieh du nur, du blaues X. Ich wollte dich schon kriegen. Boah, ey, geht einfach weg. Boah, ein rotes X plötzlich einfach so aus einem normalen Gegner, ein rotes X. Willst du mich denn verarschen? Ist aber auch egal, weil ich komm gleich sowieso zu einem Regenerator. Ja, geht mal alle baden. So, Regenerator. Blub. Schön füllen. 110 Missiles. Das ist very, very good. So, speichern. Speichern abgeschlossen. So, jetzt. Navigation Terminal. Sag an. Wie konnte das X an die Verisuite-Daten gelangen? Das würde nur einen Sinn ergeben, wenn die X... Wenn die X derartige Daten organisch auswerten könnten. Nun, sie haben jedenfalls diese Daten sichergestellt. Damit sind sie jetzt gegen extreme Temperaturen geschützt. Viel wichtiger ist allerdings die Tatsache, dass das SRX
sie nicht mehr einfrieren kann, was ein Entkommen erleichtert. Doch momentan sind die noch völlig... das SAX ist ihnen einfach überlegen. Ihr gesamtes Waffenarsenal kann ihm derzeit nichts anhaben. Simulierte Szenarien legen allerdings die Vermutung nahe, dass eine durchdringende Beam-Technologie wie das Plasma-Beam eine Wirkung hätte. Für die Entwicklung solcher Daten wird das HQ aber einige Zeit benötigen. Vielleicht haben sie die Chance, den Plasma-Beam durch die Aufnahme eines großen X-Kerns wiederherzustellen. So wie es auch beim Charge-Beam, Ice-Beam. Was jedoch den Ice-Beam anbelangt, ich bezweifle, dass diese Vorgehensweise hierbei Erfolg verspricht. Ihre momentane Zellstruktur würde diese Erweiterung abstoßen. Daher das HQ Ice-Missile-Daten entwickelt. Ihre Missiles erhalten dadurch einen einfrierenden Effekt. Das dürfte sie sich als sehr nützlich erweisen. Suchen Sie Sektor 5 ARK auf, um den Downer zu erledigen. Okay, Ice Missiles, das ist natürlich cool. Ja, machen Sie sich auf den Weg. Okay, das ist cool. Ab zu den Ice Missiles. Und dann können wir Gegner einfrieren. Ja, der Ice Beam ist nicht möglich, weil wir den eben abstoßen würden. Wegen des Metroid Serums. Naja, aber Ice Missiles, das ist auch nicht schlecht. Solange was einfriert, ist es doch gut. High-Speed-Modus. So, bremsen und... oh mein Gott, Samus, nach unten. Sektor 5, ARK. Da hätten wir bisher nicht hin können. Tja. Schwab. Okay, dann würde ich sagen, im nächsten Part geht's dann... weiter hier mit den Anweisungen, wo der Datenraum ist, Sicherheitsschleusen, was auch immer. Bis dann, ich hoffe, ihr schaltet wieder ein, wenn es heißt Let's Play Metroid Fusion. Bis dann und ciao.